Ja, wir haben hier bei der Mieze Top Physio unsere Weltneuheit, das kabellose EMS-System vorgestellt. Das heißt, wir sind jetzt auch in der Lage, nachdem wir ja in 2016 schon für den Fitnessmarkt die kabellosen EMS-Geräte rausgebracht haben, auch für die Physiotherapeuten ein medizinzugelassenes Gerät anzubieten, sodass auch da die Vorteile des kabellosen Trainings genutzt werden kann. Ja, super. Also die schon mit EMS in der Therapie arbeiten, sind begeistert, weil sie dadurch mehr Möglichkeiten haben. Und wir hatten in der Vergangenheit schon ganz oft viele Anfragen, die halt gerne erst mit dem Thema EMS in der Physiotherapie anfangen wollten, wenn eben das Thema kabellos aufkommt, um einfach wesentlich flexibler in den Therapiemöglichkeiten zu sein. Also wir haben im Jahr 2018 mit dem Zulassungsprozess begonnen, haben den Zulassungsprozess auch durch den TÜV Rheinland vollziehen lassen, sind jetzt vor circa 4 Wochen damit fertig geworden. Das heißt, ich habe hier wirklich eines der wenigen Produkte in der Hand. Aktuell gibt es von diesem Produkt 5 Stück. Wir gehen jetzt in die Serienproduktion. Ja, technische Features sind zu den normalen EMS-Möglichkeiten, die wir ja schon mit unserem Fitnessgerät haben, haben wir hier jetzt auch die Möglichkeit, in der Frequenzbreite etwas größer zu werden, sodass wir auch dort die TENS-Frequenz abbilden können, was gerade im Therapiebereich für die Schmerztherapie sehr interessant ist. Und wir können auch in der Frequenztiefe, das heißt, auch da können wir etwas tiefer werden, um halt noch etwas bessere, höhere Intensitäten zu fahren, wenn das denn vonnöten ist. Ja, das ist das Stimulationsgerät. Wir haben ja 2016 mit unserem ersten kabellosen System eben die Trennung vollzogen zwischen Bediengerät und Stimulationsgerät. Und genau das ist quasi das Stimulationsgerät, was der Patient oder Kunde in dem Falle an seinem Anzug trägt. Und das Ganze wird dann über ein Steuerungselement gesteuert. Auch da haben wir uns weiterentwickelt und bieten das mittlerweile mit einem tragbaren Tablet-System an, haben dort also auch die Zulassung für die Software mittlerweile komplett fertig für die medizinische. Und der Vorteil ist der Tablet-Varianten sind einfach, dass wir damit zum einen mobiler sind, das heißt, ich kann es wirklich auch als Therapeut von Raum zu Raum leichter mitnehmen und muss keine großen Standgeräte mit mir rumtragen oder kann es sogar ganz easy auf Heimbesuche mit rausnehmen. Also bestellbar ist es ab sofort. Wir freuen uns über jede Bestellung natürlich. Die Auslieferung ist geplant für das erste Quartal 2022. Aktuell war noch die Frage zu klären, wie die Teileverfügbarkeit ist. Ich glaube, da gibt es ja gerade am Markt viele Hürden, die erstmal zu nehmen sind. Aber wir haben es mittlerweile geschafft, sodass wir jetzt auch in die Serienproduktion gehen können und dann ab ersten Quartal 2022 das Produkt auch an unsere Kunden ausliefern können. Ja, weil für uns natürlich jetzt gerade nach Corona die Mieze Top Physio das Branchenereignis ist, wo wir halt weltweit eben dieses Produkt einfach mal zeigen wollen, weil wir eben gerade die lange Verbundenheit auch mit den Kollegen der Body Media und der Mieze Top haben und für uns eben, dass hier diese Veranstaltung so wichtig ist und wir halt hier dem auch Tribut zollen wollten. Also ich glaube, erst im Physiomarkt, ich nehme die Frage zuerst vorweg, wird immer größer und eben durch die Möglichkeiten jetzt auch kabellos zu arbeiten, dadurch die Therapiemöglichkeiten zu vergrößern, haben wir nochmal den nächsten Schritt in diese Richtung getan, um den Markt einfach auch da noch zu vergrößern und um noch mehr Menschen mit diesem Thema EMS auch zu helfen, weil wir sind ja ein sehr, sehr gutes Therapiemittel. Ja, und der EMS-Markt grundsätzlich aus unserer Sicht wird er weiter wachsen, auch wenn die NESV-Verordnung natürlich da jetzt auch mit Einzug erhält. Aber wenn das gut strukturiert ist, wird es unseren Markt nur weiterhelfen. Und wir werden alles tun, dass wir als kompetenter und verlässlicher Marktbegleiter auch da mit unseren Kunden weiterkommen und auch neue Geschäftsfelder uns erweitern. Wir haben ja in der Pandemiezeit mit unserem X-Body Go auch ein neues mobiles Gerät für den Fitnessmarkt herausgebracht, sodass die Kunden und unsere Betreiber eben noch besser auch mobil arbeiten konnten, was da natürlich sehr wichtig war. Und damit können wir wieder neue Geschäftsfelder öffnen, um auch dort noch mehr Menschen mit dem Thema EMS zu begeistern.